Wir konnten einfach nicht zulassen, dass die zwei Typen dort, die uns da überfallen haben, dass die dort den Schatz sich unter den Nagel reißen. Falls ihr gar nicht wisst, worum es hier geht, es geht um ein Video, wo wir eine Kiste gefunden haben und es gab keine Fortsetzung davon. Viele Leute haben gefragt, was ist passiert, und in diesem Video möchte ich das aufklären. Ich werde das in die Beschreibung packen und oben im Bildrand einblenden. Das Kistenvideo heißt Hornissenwald. Am Ende finden wir der Kiste und in diesem Video hier geht es darum, dass ich einfach mal erzähle, was passiert ist. Gerade eben habe ich schon wieder eine Anfrage gekriegt. Was war eigentlich in der Schatzkiste drin? In der Kiste. Und viele wollen das wissen. Ich wurde auf Instagram angeschrieben, ich wurde auf YouTube angeschrieben. Und der Plan war ja eigentlich, ein Video zu machen, wie wir die Kiste ausgraben. Leider konnte ich kein Video machen. Und deswegen mache ich jetzt hier dieses Video, um endlich mal zu erzählen, was passiert ist an dem Abend. Und damit es nicht so langweilig ist, weil ich ja nichts habe, keine Aufnahmen von der Aktion, zeige ich einfach nebenbei hier so ein paar Sachen. Einfach nur so. Ich schmeiße sie alle hier hin. Ein paar davon werden demnächst restauriert oder haltbar gemacht. Ich habe vor, mir eine Vitrine zu bauen und da kommen die dann drin, die guten Sachen. An dem Abend, wo die Polizei, ich blende einfach noch mal kurz das Video ein mit der Polizei. Das ist eine richtige fette Kiste, Sonic. Was die Frage ist, ist denn das hier, ob nicht, dass das rundherum verschlossen ist oder so? Ne, da war noch irgendeine Scharniere, das kann ja nicht sein. Ich glaube, die Öffnung ist da unten. Die Öffnung ist nach unten gerichtet. In die Richtung. Wie ich dir deinen Namen drauf. Und bei dir? Deine O. Mich? Nein, alle natürlich. Ich hab den nicht mit. Die Polizei hat halt in diesem Moment, wo die Kamera aus war, gesagt, wir sollen das Loch zumachen und wir sollen abhauen aus dem Wald und dass dort eh nur Müll liegt, dass es nichts Interessantes ist und wir sollen das Loch zumachen und sollen gehen. Das haben wir dann gemacht. Und sind ungefähr einen Kilometer in den Wald zurückgegangen, wo wir hergekommen sind, und wollten dann auch abhauen. Haben uns dann aber erstmal kurz ausgeruht und dort im Dunkeln eine kurze Rast gemacht und überlegt, was machen wir jetzt mit der Kiste? Wir wollen wissen, was in der Kiste drin ist. Wir können ja nicht einfach die Kiste da so lassen. Und wir hatten halt die Vermutung, dass die zwei Polizisten sich den Inhalt der Kiste halt schnappen wollen. Und weil die haben nämlich ganz schön große Augen gemacht. Die haben die Kiste auch gesehen, die haben diese Vernietungen und diese Ecken gesehen und das Material. Und der eine war ziemlich scharf drauf und der wollte, dass wir die ausgraben. Das habe ich ja nicht auf Kamera, leider. Wo wir die auf der Entfernung gesehen haben, habe ich die Kamera und die Lampen, haben wir alles ausgemacht und haben uns im Dunkeln quasi versteckt. Aber das haben die sofort gemerkt und haben sofort uns angeleuchtet und sind uns sofort zu uns gerannt und haben geschrien, stehen bleiben Polizei oder wir lassen die Hunde los. Und dann hatten wir natürlich erstmal gedacht, was? Die Hunde loslassen? Und hätten die den Hund losgelassen, dann hätte der uns wahrscheinlich abgeschleckt oder sowas. Das war nämlich ein richtig lieber Hund. Also den hätte ich schon mal gerne gestreichelt. Der wollte niemandem was tun. Naja, auf jeden Fall habe ich das leider nicht auf Kamera. Wir haben bis zu dem Punkt gefilmt, wo wir halt dachten, jetzt müssen wir uns verstecken, weil irgendwie kommen da welche im Dunkeln mit Lampen. Und das war uns nicht so ganz angenehm. Und da haben wir logischerweise alles ausgemacht und wollten erstmal gucken, was da los ist. Und da sind sie schon auf uns losgestürmt. Und da war die Kamera aus. Ich habe die dann erst später wieder angemacht im Laufe der Diskussion dort. Und deswegen halt diese coole Szene nicht, wo die halt im Wald angestürmt kommen. Mit Hunde loslassen und Taschenlampen blenden und alles. Naja, auf jeden Fall waren wir dann im Wald und haben beschlossen, wir müssen die Kiste ausgraben. Wenn wir das nicht machen, machen die das. Sobald das vormittags um 9 oder so ist, gehen die dahin, graben die Kiste aus und haben den Schatz für sich. Also haben wir beschlossen, wir müssen das machen. Aber wie? Also sind wir erstmal nach Hause gefahren, haben uns ausgeruht, was getrunken, was gegessen. Ich habe das Kamera-Equipment bereitgestellt. Irgendwann
am frühen Morgen, ich weiß nicht mehr, welche Uhrzeit es genau war, auf jeden Fall wurde es ganz, ganz leicht hell, sind wir dort an dem Wald wieder angekommen. Das heißt, es war genauso hell, dass wir keine Kopflampen mehr brauchten. Wir konnten quasi im Dunkeln uns bewegen, aber wir konnten alles sehen, weil es schon ganz leicht hell wurde. Und wo es gerade so ganz leicht hell wurde und konnten dann quasi mit dem Licht ohne Kopflampen zu der Stelle vordringen durch den Wald. Und nach einer halben Stunde haben wir dann die Stelle wiedergefunden, eine Weile rumirren. Haben total leise gemacht, damit uns niemand hört, damit der Hund das nicht hört, wenn der da irgendwo ist und das Knacken und was weiß ich was. Und dann sind wir da hin und haben nur die Schippen mitgehabt. Und dann habe ich bemerkt, ich habe die Kamera vergessen. Ich habe Kamera-Equipment vergessen und dementsprechend konnte ich keine Aufnahmen machen. Der Plan war ja eigentlich, ein Video davon zu drehen. Aber das hat leider nicht geklappt. Wir haben dann mit den Schippen erstmal ein bisschen angefangen zu graben und nach einer Weile waren wir dann soweit und waren ziemlich nah dran an der Kiste. Ich kann nicht erzählen und gleichzeitig Sachen zeigen, das funktioniert nicht. Ich bin einfach nicht so multitaskingfähig. Das weiß ich auch nicht. Wir graben, bis wir wieder an der Kiste waren und dann haben wir uns da hingelegt und haben mit den Händen nur noch gegraben, bis wir da so dran waren. Und dann haben wir die Kiste Stück für Stück freigelegt, links und rechts. Und das war genauso, wie man das im Video auch sieht, wie ich das vermutet hatte, dass die Öffnung der Kiste so nach rechts unten verlief. Frage ist, ist der Lithium nicht, dass das rundherum verschlossen ist oder so? Ne, da war noch irgendeine Scharniere, das kann ja nicht sein. Ich glaube, die Öffnung ist da unten. Die Öffnung ist nach unten gerichtet. In die Richtung. Was wir nicht gesehen haben, weil ja dann in dem Moment genau die Polizei kam, war, dass dort die Scharniere von dem Deckel waren, rechts, so schräg nach unten. Und dass der Deckel schon ab war. Das haben wir dann erst bemerkt, wo wir mit den Händen dran rumgegraben haben. Und dann haben wir dort quasi eine Lücke gegraben, dass wir da seitlich rinfassen konnten. Und ich konnte dann schon so halb seitlich rinfassen und habe da schon gemerkt, dass der Deckel weg ist und dass man da einfach reingreifen kann in die Kiste. Und dann haben wir das noch weiträumiger ausgegraben und dann konnte ich quasi mit meinem gesamten Arm rein und konnte alle Ecken und alle Wände abtasten und dann haben wir gemerkt, die ist komplett leer einfach nur. Der Plan war ja, die Kiste auszugraben und die auch so mitzunehmen und zu zeigen, was das für eine ist und wie cool die aussieht, aber wir hatten dann einfach keinen Bock mehr. Die Kiste war auch noch richtig fest verankert und da jetzt noch weiter rumzugraben und dann das Risiko einzugehen, dass die wiederkommen, und da haben wir das Loch wieder zugemacht und sind abgehauen. Das war sehr ernüchternd, dass die Kiste quasi leer war, aber wir konnten die nicht liegen lassen, weil wir wussten, wenn da was drin ist, wir werden uns ewig ärgern, wenn wir nicht nachgeguckt hätten. Wir konnten einfach nicht zulassen, dass die zwei Typen dort, die uns da überfallen haben, dass die dort den Schatz sich unter den Nagel reißen, wenn da einer gewesen wäre. Das hätten wir uns unser Leben lang nicht verzeihen können. Ja, eigentlich hätte ich gar nicht mehr dazu gesagt, aber da so viele Anfragen gekommen sind, gerade eben schon wieder über Instagram, und mehrere Leute haben mich auch persönlich gefragt, was ist mit der Kiste, was war da drin? Und alle möglichen Leute haben mich gefragt, ich weiß ja nicht mehr wie viele. Und den Preußensondler, der wurde ja auch ausgefragt, was mit der Kiste ist, und hat sich nicht weiter dazu geäußert, weil er nicht wusste, ob ich jetzt da ein Video zu mache oder nicht. Und heute hat er mir nochmal Bescheid gesagt, die haben ihn schon wieder gefragt und mich heute auch schon wieder. Und da habe ich beschlossen, ich mache jetzt das Video schnell, damit endlich die Leute Bescheid wissen. Wenn ihr noch was wissen wollt zu der Kiste oder so, fragt den Preußensondler. Der wird euch vielleicht auch nochmal ein Video dazu machen. Vielleicht erzählt er euch auch nochmal die Geschichte ein bisschen anders aus seiner Sicht. Er ist ja da so ein bisschen besser im Geschichten erzählen, wie das alles war. Aber jetzt wisst ihr zumindest Bescheid und ja. Ach so, wir haben die Strukturen uns so ein bisschen angeguckt und wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass es eine Art Mülltonne sein musste, eine alte, oder Aschetonne, weil die aus Metall war, weil Stadt Berlin drauf stand und weil diese fetten Scharniere kennt man von Mülltonnen. Das ist wie so ein Klappdeckel, den man einfach so aufklappt und dann kann man das wieder zuklappen, und genau so eine Scharnieren waren das, die dort an der einen Seite dran waren, so eine richtig großen Dinger. Und da kommt dann einfach so ein Deckel dran zum Aufklappen, zum Zuklappen. Also meine Vermutung ist einfach, dass dort Asche drin war damals, heiße Asche oder so von Öfen, die man da vielleicht reingekippt hat. Deswegen war die aus Metall. Es war nichts Besonderes. Also vielleicht war es schon was Besonderes, aber es war kein Schatz drin und es war auch nicht irgendwie, ja. Schreibt doch mal in die Kommentare, was für Videos ihr sehen wollt in Zukunft. Vielleicht fällt euch ja was ein, das würde mich sehr interessieren. Denn im Moment mache ich ja nur Sondervideos und versuche
die Aufnahmen im Wald oder irgendwo zu machen, wo ich gerade am Sondeln bin. Wenn ihr aber Ideen habt, was ihr noch sehen wollt, was einfach interessant wäre oder so, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Ich habe zum Beispiel auch Aufnahmen in Kroatien gemacht, einfach nur vom Motorradfahren oder dort von der Umgebung. Wenn euch sowas interessiert, wenn ihr sowas auf meinem Kanal auch sehen wollt, dann könnt ihr das reinschreiben, weil ich habe mehrere Videoprojekte, die ich einfach nicht released habe, weil ich mir nicht sicher bin, ob das hier gut ankommt auf dem Kanal. Würde mich interessieren, ob ihr sowas auch sehen wollt. Ansonsten wartet jetzt mit dem Video hier und mit der Geschichte zur Kiste. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr seid jetzt zufrieden, dass ihr Bescheid wisst, was passiert ist. Ich werde jetzt kurz nach Dubai fliegen. Heute Abend bin ich wieder da, gehe dann sondeln und versuche dann ein paar Aufnahmen zu drehen. Macht's gut. Tschüss.